Aber meine Mutter und mein Vater mussten nie irgendwo mich abholen wegen Alkohol oder so. Das habe ich irgendwie immer ganz gut durch meine Jugend hinbekommen. Ich hatte viele Freunde, die irgendwie in die Bahn gekotzt haben so und auch da irgendwie abgekackt sind. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest, Max. Aber bin ich mega low. Shoutout geht raus an die Leute, die nicht kotzen können. Jetzt auch mal an der Stelle. Es kommt irgendwann mal vor. Da muss man durch. Das ist scheiße, klar. Ist dann auch kacke. Es ist immer sehr schwierig, so viel zu trinken, dass du auf einem guten Level bist, aber am nächsten Tag nicht komplett im Arsch bist und nicht kotzt. Das ist mal das Ziel. Ja. Wenn du zu euphorisch bist, so wie zu Romatra, yeah, geil, Silvester. Es schießt sich nach einer Stunde so ab, dass er sich, der hat sich auf dem Schoß gekotzt, der hat sich in die Haare gekotzt. Der hat sich ins T-Shirt gekotzt in die und das T-Shirt dann ausgezogen und hatte Kotze in den. Also das ist halt scheiße. So. Und so ist es halt fällt. Aber wenn es dann passiert, dann check das. Ich habe nicht die Leute gecheckt. Wenn mir schlecht ist, geht man aufs Klo oder nach draußen und übergibt sich. Aber die Leute so, ja, nee, geht schon. Und bam, alles, das ganze Sofa ist vollgekotzt. Weißt du, so ein teures Ledersofa in die Ritze, nicht auf dem Boden, also das ganze Sofa vollgekotzt. Oder chillt jemand im Bett, oh, mir geht's irgendwie nicht so gut, muss ich übergeben? Nee, alles gut, und alles, das ganze Bett ist im Arsch. Das konnte danach weggeschmissen werden. Das Bett kann, das check ich nicht. Die Leute, die es nicht hinkriegen. Man merkt doch, wenn einem schlecht ist, dann geht man vor die Tür, dann geht man auf die Toilette, notfalls auch mal kurz den Finger in den Hals, danach hat der Spuk ein Ende. Aber die Leute, die random auf den Teppich kotzen ins Wohnzimmer, die einfach loskotzen, habe ich nie gemacht. Finde ich super low. Kotzt das gar nicht so schlimm, wenn du das halt, wenn du so einen normalen Toilettengang hast, oh, mir geht's gerade nicht so gut, gehst kurz aufs Klo, spülst danach den Mund aus, trinkst danach was, haust dir einen Kaugummi rein, danach geht's dir besser. Passiert mal, okay? Ist scheiße, aber ist dann auch nicht so wild. Du musst dann nicht eine komplette Wohnung ruinieren, weil du das nicht im Griff hast. So, das musste ich kurz loswerden. Ja, aber also, wer aufs Sofa kotzt, ins Bett kotzt, ich muss sagen, ich habe einmal in meinem Leben auch auf dem Teppichboden gekotzt. Das war das allererste Mal in meinem Leben, wo ich Alkohol getrunken habe. Ich wusste nicht, wie weit ich gehen kann und habe halt gleich maßlos übertrieben. Ich war vielleicht mal so wie nennt man, angeheitert, ne? Aber nie richtig besoffen. Und dann, ich weiß auch, ich lag so auf dem Boden, Freund kommt rein und sagt, Schrobel, wenn du kotzen musst, geh aufs Klo. Ich sag, ja, gar kein Thema. Leg mein Arm so mein Ellenbogen auf den Boden. Auf einmal wird mir so schwindlig, so übel. Ich bin den ganzen Boden vollgereiht, der ist so ausgerastet damals. Das war meine allererste Nacht, ne? Ich weiß nicht, wie bei euch das allererste Mal besaufen war. Bei mir war ja mein allererster Suff das Allerschlimmste. Das finde ich aber, komm mal hier kurz an der Stelle. Hier sind auch viele jüngere Zuschauer, vielleicht 14, 15 Leute, die noch nichts was getrunken haben. Ja. Es ist doch so klischeehaft. Was? Ich kotze doch immer beim Klischee. Das ist so, als wenn du als YouTuber insolvent gehst, weil du Steuergelder nicht hast. Zur Seite gepackt hast. Ja. Das ist so, als wenn du als Pole klaust. Das ist so, als wenn du, weiß ich nicht, so diese dummen Klischees, wo keiner Bock drauf hat. Und genau so ein Klischee ist, du trinkst das erste Mal Alkohol, verschätzt dich komplett, trinkst zu viel, stürzt komplett ab einfach, ne? Ja. Und genau davor wirst du jahrelang gewarnt. Vorsichtig rantasten. Ich überlege gerade. Trinkst du das erste davor? Mal und übertreibst es und kotzt. Das ist, finde ich. Also, ich habe mich das erste Mal getrunken. Ich war nur nie richtig besoffen. Ich dachte immer, ich war schon mal betrunken. Also, ich war aber immer nur so ein bisschen angeheitert. Weißt du, wie ich meine? Nee, kriegst du mich jetzt auch nicht. Finde ich lost. Ja, es war auch nicht geil. Ich war auch nicht geil. Wie gesagt, ich sag auch. So, oder das ist so, als wenn du das erste Mal Sex hast, irgendwie mit 15 oder so, und dann nicht verhütest und dann ist sie mit 15 schwanger. Ja. Das ist doch so, da wirst du jahrelang gesagt, Alter, mach's nicht. Das verkacken viele. Oder ich bin doch nicht dumm, ich verkack das nicht. Und dann verkackst du genau das. Es gibt so wenige Dinger, die man nicht verkacken sollte, um so ein Klischee reinzurutschen. Und das dann zu verkacken, finde ich unfassbar low. Ja, das ist Dings, das stimmt auch. Ich weiß nicht, bist du. Nee, da kannst du dich auch nicht rausreden. Ja, ist doch voll. Mega sauer. Du hast deinen ersten Suff und hast ihn verkackt. Obwohl man den ersten Suff nicht verkacken soll. Ja, ich sag ja auch, dass ich ihn verkackt habe. Das wird auch für ewig so bleiben. Aber was mich kurz interessiert, bist du jemand, wenn du kotzt, dass es dir nach besser. Also ich kenne viele Leute, die zum Beispiel saufen und sagen, wenn sie kotzen, geht es ihnen schlechter. Aber ich war zum Beispiel immer, als wir in Lorette waren, habe ich auch diesen einen Abend so viel gesoffen in Lorette. Mir ging es so schlecht. Mir war die ganze Zeit so übel. Ich war so besoffen. Da habe ich mir von einem Kollegen einfach eine Wasserflasche bringen lassen. Und habe so lange, also ich habe wirklich die halbe Wasserflasche geäxt, dass ich dann kotzen musste. Ich weiß nicht.
machst du es auch sowas? Also, es würde mich interessieren, sind die Leute auch so ähnlich? Also, mir geht's halt viel, viel besser, wenn ich mich übergebe beim Trinken. Weil das ist so erlösend. Kennst du das nicht? Du hast diesen Druck. Was willst du den Leuten jetzt mit auf den Weg geben? Dass das auch befreiend sein kann. Dann Liter Wasser, um den Liter Wasser wieder auszukotzen. Und natürlich auch den Alkohol. Ohne Witz, das ist für mich, ich weiß nicht, viele sagen immer, ja, ich habe immer gesagt, ja, komm, kotz doch einfach, dann geht's dir besser. Und immer so, nee, mir geht's immer schlechter beim Kotzen. Aber ich bin dann immer so jemand, Alter, wenn ich einmal gekotzt habe, so auch während dem Saufen, dann bin ich so befreit. Ich schwöre, ich meinen Magen und so tut mir so weh und danach geht's immer richtig, also mir geht's dann immer gut. Und ich wollte immer mal wissen, ob ich so der Einzige, oder der Einzige, einer der wenigen ist, der so denkt, oder ob ihr auch sagt, jo, das mache ich auch so. Ich weiß es nicht. Nach dem Kotzen geht's weiter. Ja gut, da ist auch die Frage, was du für einen Pegel hast, ne? Ich hatte wirklich schon Freunde, den mussten wir mal so links, rechts am Arm nehmen und die Treppe hochschleifen. Der musste. Dazu kotzt du auf welchen Pegel man. Meistens, wenn man sich übergibt, sagt der Körper, nein, halb Stopp, das reicht jetzt zu viel, ja. Ein Feuer einstellen, ist reicht. Ja, rein, ja, Kurs vor Alkoholvergiftung, ne? Ich hatte es aber mal, ja. Wir waren ja alle übel broke, wir hatten nichts, wir hatten irgendwie so ein Boris Jelzin-Wodka. Ey, also, Junge, der Jelzin, ich kotze 4 Euro, 4 Euro, 4 Euro. Wenn du getrunken hast, hast du am nächsten Tag dein Augenlicht verloren, einfach ganz entspannt. Oh fuck, Max, der Jelzin. Niemals Boris Jelzin, Leute. Der Jelzin, Alter, 4 Euro. Niemals Jelzin, nicht Boris Jelzin. So. Ja. So, und dann hatten wir aber auch keine Mischgetränke da und ein Kollege hatte von mir noch irgendwie, ein Kollege hatte von mir trüben Apfelsaft, ne? Ja. So Wodka-Apfelsaft geht, aber es war so trüber Apfelsaft, das war so richtig trüb. Wir haben den alle übel getrunken, wir hatten irgendwie ein paar Tetrapacks trüben Apfelsaft und dann den Boris Jelzin dazu und, wir mussten einfach alle vor dem Club brutal kotzen, obwohl wir alle noch nüchtern waren. Wir haben uns da so umarmt, alle übel am Reihen. Ich so, what the fuck, warum müssen wir kotzen? Ich hab noch nicht mal einen Pegel, ich bin noch komplett nüchtern. Und wir waren einfach alle am Reihen, obwohl keiner von uns einen Sitzen hatte. Das scheiß Jelzin. Es war Jelzin mit drüber Apfelsaft. Wir mussten einfach alle komplett reiern. Ich hab völlig nüchtern. Ich hab alles wahrgenommen. Ich hatte noch nicht mal, ich war mal schwindelig oder irgendwas. Ich war komplett nüchtern und wir mussten uns einfach alle übergeben, Mann. Boah, scheiße. Wir mussten aber auch so lachen. Ich hab einen Lachkrampf gehabt. Ich hab gekotzt und dabei einen Lachkrampf gehabt, was das für eine Scheiße ist, wer auf die Idee kommt, Boris Jelzin mit drüben Apfelsaft zu trinken. Wir haben einfach alle losgereiert. Fuck, Jelzin, ich schwör. Alter, Kacke. Das Billigste vom Scheiße. Billigen, Alter. Also dann, egal was ihr gemacht habt, am nächsten Tag war der Schädel dicker als noch irgendwas. Das kann ja alles, wir konnten es nicht drin halten, es ist einfach rausgekommen. Es war auch so trüb, so richtig trüber Apfelsaft. Ja, ist brutal. Alter, Uranov, Junge, Fürst Uranov war auch genau. Uranov ist auch stronger. Das war auch einfach nur geisteskrank. Ich hatte auch immer nie Geld, ich hatte auch nie Bock. Mhm. Ich hatte nie Bock, mir im Club einen Drink zu holen. Niemals. Ja, aber auch immer arschteuer, ne? Immer ich schön hab, vorgeheizt. Ich habe 5 Jahre lang noch nie einen Drink, die ersten 5 Jahre feiern gehen, nie einen Drink in den Club geholt. Ja. Finde ich sau low. Weil viele Freunde von mir haben irgendwie, keine Ahnung, gearbeitet. Normal. Und dann am Wochenende hat saufen zu gehen. Also ich auch, keine Ahnung, die Drinks und alles zu holen, ne? Oh, ich muss ganz kurz mein Gold hier. Oh, ich bin schon Scheiße. Ich hab so viel Gold. Was mache ich nur? Ich will nicht Mauern für Gold machen. Ich muss Mauern für Gold machen. Was für ein Dreck. Obwohl, kann ich es auch behalten? Dann geht der Boost ist zu Ende. Ich behalte den Scheiß. Ich behalte den Rest. Fuck, der ist so eine Artillerie. Deswegen, das zerstört mich gerade so. Oh mein Gott. Wo ist denn das restliche vier, Gold? Vier, ah, hier fünf. Drin. Müssen da reingehen. Was ist das teuerste, was ich gerade upgraden kann? 800.000? 2 Millionen? Ich hol mal das Gold hier noch raus, das will ich haben. Das ist ein scheiß Artilleriegeschütz, Alter. Wie geisteskrank. Ich weiß nicht, was ist denn dein Hassalkohol? Ich mag gar keinen Alkohol, gar nichts. Ich grade die Luftabwehr ab und dann ist Schluss für heute. Aber was ich zum Beispiel gar nicht trinken kann, ist Uso, Alter. Uso. Scheiße, ich wollte gerade noch irgendwas erzählen. Und? Ach genau. Ich wollte noch was erzählen. Oh, Uso. Ich mag überhaupt gar keinen Alkohol. Ich tue mich selbst bei Wodka sehr schwer. Ich bin jetzt seit ganz neuesten, dass ich ein bisschen,
dass ich ein kleines bisschen Weizenbier gut finde. Echt? Das ist so der erste Alkohol, den ich auch, egal was ich trinke, ich mag Alkohol überhaupt nicht. Also wirklich gar nicht. Wenn ich was trinke, dann Wodka Energy, Wodka Lemon oder halt einer meiner Favoriten, Bacardi Sprite. Aber selbst die Dinger finde ich nicht geil. Das ist wirklich mein, das ist nur das geringste Übel. Also es gibt kein, nee, ist tatsächlich, kann, es ist immer so, alle sagen, oh, guck mal hier, mega lecker, ein geiler Gin, total mild, oder probier mal hier von meinem Whisky, mega edler Tropfen, und dann, boah, nee, abartig, feiere ich, es gibt keinen Alkohol, den ich mag. Deswegen bin ich da schon mal nicht gut besiedelt. Was ich aber immer gemacht habe, weil ich mir niemals in Clubs was holen wollte, niemals, war es so, dass ich vorher immer getrunken habe und so die ganzen beschissenen Wodka so, du musst immer so Preis-Leistung gucken. Natürlich gibt es geile Wodka, aber die sind dann sehr teuer, und dann gibt es halt ein Boris Jelzin, der ist zwar sehr billig, aber davon verlierst du halt dein Augenlicht bei einer halben Flasche. Da musst du halt auch immer abwägen, was du lieber trinkst. Ich bin dann tatsächlich, war immer ein Riesenfan von Wodka Gorbatschow, des Wodkas reine Seele, ja. Eiskalt genießen. Der Stream ist sponsored bei Wodka Gorbatschow. Nee, das war wirklich mein Favorit. Er war kein Edeltropfen, aber er war jetzt auch kein billiger Scheiß. Er war balanced. Wodka Gorbatschow ist einfach balanced. Und als ich dann 18, 19 war und ich hatte echt keinen Bock, Geld auszugeben, gab es immer bei Real, einmal hin, alles drin, ist übrigens auch Sponsor vom Stream, gab es da immer Angebote, dass so ein Gorbatschow anstatt 7 Euro, immer so 6,99, nur so 3,88 Euro oder so gekostet hat. Also quasi die Hälfte so. Oder 3,66. So richtig, das gab es auch nur zweimal im Jahr, das Angebot. Ein Wodka Gorbatschow für so wenig zu bekommen. Mhm. Und da habe ich dann echt mir immer so 10 Stück geholt. Die hielten dann auch natürlich super lange. Ne? Die hielten sehr, sehr lange. Aber einfach nur, weil ich keinen Bock hatte, Geld auszugeben für Alkohol. Damit kann ich auf einen guten Pegel, klar, Mischgetränke, meistens von meinen Eltern einfach eine Cola aus dem Kühlschrank gemobbt oder das, was da war, mal ein trüber Apfelsaft oder die ganze Scheiße. Die habe ich mir dann geholt. War ich dann auch mega stolz drauf. Alter, mega geil. Ich hab jetzt erst... Das war immer so mein Trick. Und dafür habe ich wirklich nichts in den Clubs ausgegeben. Und immer so ein kompletter Partyabend. Ich habe mich meistens irgendwie so reingeschmuggelt, hinter einen Gang, vorbeigeschoben, mit anderen Leuten rein. Einfach irgendwie irgendwas gelabert am Türsteher, warum ich rein muss. Und hab dann drin, war dann drin. Ich habe den Rumat gemacht. Ich habe versucht, so einen kompletten Partyabend hinter mich zu legen. Richtig geilen Abend, ohne dafür einen Euro auszugeben. Ja, das war's so. Das war so die Phase, so mit 18, 19, 20. Ich überlege gerade, Alter. So. Eigentlich, wie du schon sagst, eigentlich schmeckt Alkohol nicht so. Also ich trinke super gern Wodka Orange. Also das finde ich, das geht einfach. Da schmeckst du einfach fast kein Wodka raus, wenn du die Mische gut machst. Das ist einfach so simpel. Und was ich halt ab und zu trinken würde, wo ich sage, das schmeckt ein bisschen, kennst du Grappa? Boah, bist du dumm? So, doch, dieser dunkle Grappa. Wir hatten nichts da, wir hatten auch meinen Eltern Alkohol geklaut, die hatten nur einen Grappa irgendwie. Grappa. Und dann hat man den versucht zu trinken, aber jeder, der einen Schluck davon getrunken hat, Grappa musste sich immer sofort übergeben. Grappa also, Nonino, der dunkle Grappa Nonino ist richtig gut, ich schwöre. Grappa Nonino ist wirklich das Einzige, was ich sagen will, das würde ich so ein bisschen, so, weißt du, so Grappa trinken. Ganz unten. Echt? Ich mag Grappa. Ja, das ist so, als wenn du Kotze gären lässt und das schön filterst und so, dann kommt Grappa raus. Also wie gesagt, das wäre für mich Uso dann. Also Uso ist für mich wirklich... Uso ist Lakritze, aber du magst ja gar nicht Lakritz. Also so ein Uso...